So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22 auf der Burgenland Einzelspieler. Und somit möchte ich mich erstmal bedanken bei euch für die letzten Klicks und für die letzten Kommentare und eventuell die Likes. Und ja, möchte ich mich erstmal bedanken. Und wie gesagt, ihr könnt mich kostenlos unterstützen. Einfach das Video liken. Einfach einen Kommentar raushauen, das Video am besten noch teilen und yes, gut, jetzt, was wollte ich sagen, er ist fleißig an Gruppern, da würde ich sagen, ja, wir haben ihn wieder unterbrochen, weil wir ihn blockiert haben. Ach, böser Ego, werden wir mal, ich glaube, das hier noch wegfahren. Ja. Zum Viehhandel würde ich sagen, bringen wir das noch. Uiuiui. Unseren schönen ZT, de. So, da müssen wir uns eigentlich irgendwo, hat man ja noch ein Rapsfeld, glaube ich, ne? Aber wir können doch eigentlich schon mal spontanerweise, da wurde das Feld kruppern, eine Sämaschine haben, aber noch kein Saatgut in dem Sinne. Und ich leider die Anhänger, die wir umbauen hätten können, dass wir uns Saatgut nach Hause holen. Wenn wir das hier verkauft haben, würde ich sagen, holen wir uns noch ein Hängerchen, wo wir so ein paar Paletten aufladen können, wo wir dann die Sämaschine dann quasi beladen können. Ja, würde ich sagen. Oder wir fangen erstmal an zu düngen. Ja, da haben wir ja auch noch keine Düngemaschine, ne? Doch, eigentlich schon. So. Sehe gar nichts. So. So, der Händler macht euch wohl hier hinten, ne? Machen wir ein bisschen Kohle noch mit den Stroh, weil Stroh für uns selber haben wir genug. Ja, würde ich sagen, ne? Würde ich sagen, müssen wir uns wahrscheinlich noch so einen Hänger holen. Den ein bisschen umbauen. Oder abbauen. Also die. Naja, die Planken halt. Die müssen wir halt ein bisschen abbauen. Schade, dass ich die anderen zwei verkauft habe. Das hätten wir umbauen können. Na gut. Ihr Händler steht da. Na, ich bin manchmal voreilig. Aber wenn man so ein paar Videos macht, ne, dann kommt das nach und nach, dass wir das hätten gar nicht tun sollen. So, die Händler war hier lang, ne? Mein Neffe sagt immer, das sieht man immer erst, wenn ich davor stehe. Ist das bei euch auch so? Also wir müssen mir mal in die Kommentare schreiben, ob das mit der Qualität stimmt. Ansonsten muss ich das irgendwie mal noch ein bisschen umstellen. Und dazu, wie gesagt, mein Neffe guckt das auf dem Fernseher.
Weiß nicht, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt. Keine Ahnung. Sonst muss ich mal die Qualität noch ein bisschen noch so, ein bisschen so. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Das. Höherschrauben. Aber höherschrauben. Also mir wurde gesagt, die Qualität eigentlich runterschrauben. Ja. Ich weiß es nicht. Wie man es richtig macht. Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt habt ihr wegen der Qualität habt ihr ja noch gar nicht so in die Kommentare geschrieben. Aber könnt ihr ja mal reinschreiben. War das jetzt links oder rechts? Ich habe keine Ahnung. Bei euch über Stadt auch noch ein Schild hier. Zum Tierhändler. Ich denke mal, spontanerweise gucke ich mal auf der Karte. Aber nur spontan. Man kann ich nicht auf der Karte gucken? Hm? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier. Das war der Tierhändler hier, ne? Nee, das Farmhaus. Wo war denn jetzt der Tierhändler? Hier war der Bäcker. Ah, hier ist der Tierhändler, ne? Also quasi. Nee, Quatsch, wir müssen rechts abbiegen, ne? Rechts abbiegen und dann irgendwo dann hier an der Gaststätte war das genau. Links hoch. Ja, genau. Oh, ich bin ans Mikro gekommen. Wenn es gerade gebrummt hat, sorry, ich bin ans Mikro gekommen. Tut mir leid. Genau, hier kam da irgendwo die Bushaltestelle. Ja, ihr Lieben, es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, wo ich jetzt wieder Videos aufnehme. Ja, da ist die Mülltonne schon wieder da. Ja, stellt denn immer die Mülltonne dahin. Also hier muss der Bus rein und. Also ich lasse sie jetzt diesmal stehen, aber wer stellt denn hier immer die Mülltonne hier rein? Wer macht denn das? Ha? Wer macht denn das? Ach ja, das war die komische Ecke, wo wir. War das ein letztes Video oder ein vorletztes Video? So. Jetzt rennst du dir einfach über eine Straße, Junge. Pass mal auf. So, hier müssen wir, glaube ich, links rein, ne? Ja, genau. Daran erinnere ich mich noch. So, jetzt haben wir hier kaum Verkehr, ne? Und nachher, wenn wir hier mit raus müssen, haben wir Haufen Verkehr. Definitiv. Spätestens wenn wir da wieder hochfahren, dann haben wir da auf den Verkehr. So, ich habe das Spiel neu gestartet. Dann müssten ja eigentlich. Ne, die Tore sind noch offen. Okay, gut. Naja, ich wäre lieber hinten reingefahren, ne? Naja. Wäre besser gewesen, ne? Da bräuchte man jetzt nicht umdenken. Wäre aber lieber mal hinten reingefahren. Werde diesen Baumen, diesen Baum fällen. Nein, werde ich nicht. Wir brauchen unsere Natur. Nur, wo es notwendig ist, werden wir Bäume fällen. Und da pflanzen wir euch mal welche. Ja. So, stehe ich zu weit vorne? Oder zwei drin. So, so ist gut.
Da sind aber einige Ballen aufgegangen, ne? Wenn man so sieht, was da rumliegt, ne? Sind da einige Ballen aufgegangen. Blub, blub. Ja, da haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Einmal frei. Jo, dann fahren wir zurück. Jo. Ah, zu weit, zu weit, zu weit. Das ist ganz schön schmutzig, der ZD. Oh, Marine mache ja. Hey, was rennst du hier durch? So, jetzt wird es mal lustig. Jetzt kommen wir oben an die Kreuzung und dann werden Tausende von Autos sein. Deswegen gehe ich mal raus. So, ich. Ja, da will ich rein. Das weiß ich jetzt schon. Ja, nee, doch. So, gut. Beeilen wir uns. Gib Gas. Gib Gas, Heiko. Gib Gas. Sonst kommen wir ja nicht raus. Gib Gas. Sonst kommen wir doch 10.000 Autos. Ja, da kommt schon das nächste. Einmal frei. Wir sind raus. Auch diesmal beim ersten Mal geschafft, ne? Einmal frei. Warum kämpfen die eigentlich so? Wir sind doch leer. Ja, ich weiß, da war eine Bordsteinkante. Bisschen sachte machen hier. Mal sehen, ob ein Auto um die Ecke kommt. Bei unser Glück kommt jetzt ein Auto. Nö. Ja, frei. Hätte ja sein können, ne? Das hätte ja sein können. Aber jetzt kommt ein Auto. Na gut, wir haben Glück. Was hupst du mich an, Junge? Das ist eng, ey. Die mit dem Rumgehupe. Wir fahren ja auch einen Trecker mit Anhänger und. Gott. Gib mir ja eine Hupe. So. Fahren wir zurück. Da können wir den ja. Hoch in der Halle stellen erst schon mal den Ladebaren. Und dann schauen wir mal. Zwecks. Naja. Dünger und. Dünger und. Und Saatgut, genau. Cool. Jetzt mal schauen. Ich würde sagen, das Rapsfeld, das lassen wir erst mal, obwohl wir könnten da eigentlich ja auch schon den Mähdrescher hinfahren. Ja, aber Feld bestellen ist erstmal wichtiger, oder? Ja. Wenn das Raps können wir ja auch dann verkaufen, weil wir keinen Schweinestall haben.
Ja, müssen wir mal gucken. Voller Schwolle Vorfahrt genommen. Na gut, dass ich von Gas runtergegangen bin. Ne? Dann hält er da hinten noch an. Guck das mal. Da hält er da hinten noch an. Ich weiß, ich bin schon mal rum hier. Jedes Mal. Und nein, ich habe nicht so viele Mods drauf. Keine Ahnung, warum das jetzt schon wieder. Das ist irgendwie. Die Ecke hier immer irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Jetzt würde Stefan sagen, ja, du hast zu viele Mods drauf. Ich habe nicht so viele Mods. Ich habe nur eine einzige Mod hier diesmal aktiviert, die nicht zu diesem Spiel gehört. Das ist die Holzfäller-Mod, die ich gerne nutze. Da kannst du auch mal Bäume wegfällen, die im Weg stehen. Oder was tragen, wenn du möchtest. Sonst habe ich hier nur die reellen Mods drauf, die zu dem Spiel gehören und zu dieser Karte. Keine Ahnung. Und nein, es ist auch nicht der Rechner, es ist irgendwie immer an der Ecke da hinten. Das ist, keine Ahnung. Habe ich da mal einen Baum gefällt? Ich weiß es nicht. Ja, es ist. So, jetzt bringen wir mal den Trecker. Ich hätte hier gleich runterfahren können. Ja, da fahren wir die nächste Runde, oder? Ja. Können wir den nämlich auch gleich in der Halle bringen? Und ich hätte hier runterfahren können. Warte mal, hier war noch irgendwo eine Einfahrt. Hier irgendwo, genau hier. Boah, die ist aber steil. Oh Gott. Der Gruppe ist ja schon echt fleißig und cool. Da ist er. So viel brauchen wir gar nicht nacharbeiten, wie ich das sehe. Haben wir überhaupt Stoß da? Boah. Kann man das große Ding eigentlich noch in der Halle reinpacken? Ich weiß es gar nicht. Hallo, Bootputz. Ja, alles gut. So. Auch mal einen Trecker mal sauber machen hier, das der arme Kerl hier. Hab man die Scheiben noch ein bisschen. So, den können wir erstmal reinpacken hier. Machen wir auch sauber. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich ihn hinpacke. Ich fahre mal rückwärts. Fahr mal hier rein.
So, wo stellen wir den mal hin? Wir könnten eigentlich auch da, wo wir jetzt das, naja, von den Beilen, wo wir das gemacht haben, da könnte man eigentlich mal eine Durchfahrtshalle noch bauen. Das werden wir auch jetzt machen. Da können wir dann nämlich auch welche da reinstellen. Genau. Mach mal. Ja, du bist fleißig. Alles gut. Stellen wir da mal noch eine Durchfahrtshalle hin. Oder zwei. Weil da brauchen wir nicht immer in die Enge rein, ne? Können wir das eigentlich alles da hinstellen? Denn hier haben wir genug Platz. Hier unten. Vielleicht sogar noch ein bisschen groß. Dass wir hier so noch zwei Durchfahrtshallen hinstellen. Ja, würde ich machen, ne? Spontanerweise. Spontanerweise. So, ich muss ja auch schon mal alles wieder zurechtrücken. Ja, das ist. So ein bisschen hier so spontanerweise ein bisschen weg hier, ne? Wow, die fressen aber richtig Kohle, aber die bringen auch Kohle. Und wir sind pleite. Ach Gott. Aber die bringen auch Kohle. Es sind Solarzellen drauf. Die bringen auch Kohle. So. Spontanerweise. Ja, das sieht. Naja, gut. Es soll ja nicht zusammengehören. Ja, ist alles gut. Ja, gut. Und hätte es. Ach Gott. Ein bisschen verschieben können. Naja, gut. Aber ich würde sagen, unterwegs, wir gucken. Ich will bloß mal was gucken. Moment. Da gucken. Produktionen. Gewächshäuser. Die bringen 10.000. Also ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir Gewächshäuser bauen. Noch hierhin. Ja. Genau, weil wir haben ja eigentlich relativ viel Platz, da können wir mehrere Gewächshäuser machen. Und Gewächshäuser bringen eigentlich, ja, ganz gut Kohle. So, mal nebenbei. Ja. Ich werde dann noch einen Kredit aufnehmen. Ja, ich werde dann, ja, genau. Ich werde noch einen Kredit aufnehmen und dann, ja, für Gewächshäuser. So, Unterfahrhallen ist ganz gut hier. Das ist passt. Da können wir runter, da können wir alles reinstellen. Und die bringen auch noch Kohle, weil Solarzellen. So, Windräder könnte man dann eventuell auch noch mal aufstellen, aber das bringt ja das auch ziemlich teuer. Also wie gesagt, ich werde in der nächsten Folge einen Kredit aufnehmen. Oder für die nächste Folge einen Kredit aufnehmen. Und ja. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und viel Spaß bei LS22 und auf meinem Kanal. Tschüss.
Tschüss.